Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute soll es um das Thema Geschwisterchen gehen. Ihr fragt mich nämlich so oft, Laura, was hast du wirklich noch gebraucht beim nächsten Kind? Was hast du wiederverwendet und was hast du neu besorgt? Und ja, es gab natürlich einen Grundstock an Sachen, den ich noch zu Hause hatte, deswegen so viel musste ich nicht besorgen. Aber so ein paar Dinge, darauf konnte ich nicht verzichten. Und das erste ist Tragetragetuch. Da habe ich wirklich auch nochmal geguckt, optimiert, geschaut, was hat mich letztes Mal gestört, was möchte ich jetzt diesmal und habe da nochmal ein bisschen Zeit und Geld wirklich investiert. Das hat sich aber total gelohnt, weil ich wusste, ich werde viel tragen, damit ich die Hände frei habe für die große Maus. Und ja, also wenn ihr tragen wollt, dann guckt euch da auf jeden Fall nochmal um. Das nächste ist, ihr fragt immer wieder, Laura, Geschwisterkinderwagen, ja oder nein? Ich würde sagen, jein. Ich bin da so hin und her gerissen. Ich hatte einen, habe den aber wirklich nicht viel benutzt. Also nur die ersten Wochen, weil ich den einfach dann relativ schnell unpraktisch und unhandlich gefunden habe. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie groß der Altersabstand zwischen euren Kindern ist und was ihr vielleicht zu Fuß für Wege auch tagsüber zurücklegt. Bei uns war der Weg zur Kita ein bisschen weiter und deshalb dachte ich, ach, Geschwisterkinderwagen wäre schon ganz praktisch. Und ja, die Große ist einfach auch noch nicht so lange Strecken gelaufen. Ich hatte irgendwie auch so ein bisschen schlechtes Gewissen zu sagen, hey, ich schiebe jetzt nur noch das Baby und dich nicht mehr. Und deswegen habe ich so einen Geschwisterkinderwagen besorgt. Aber ich habe den nicht nonstop dann benutzt und bin relativ schnell darauf umgestiegen, das Baby in die Trage zu packen oder ins Tragetuch und dann den Buggy wieder mitzunehmen und habe dann den Geschwisterkinderwagen verkauft. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Aber wie gesagt, es kommt ein bisschen drauf an, wie viel ihr unterwegs seid und vielleicht auch, wie groß der Altersabstand bei euren Kids ist. Viele holen sich ja auch so ein Buggyboard. Das kann super praktisch sein, wenn ihr schon größere Kinder habt, die einfach zwischendurch vielleicht auch mal eine kleine Verschnaufpause brauchen. Also das wäre auch noch eine Option. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Ich habe dann den Geschwisterkinderwagen verkauft und habe dann aber so ein Fahrradanhänger mir besorgt. Und das war ganz praktisch, weil ich bin echt gerne mit den Kids Fahrrad gefahren. Ich habe dann noch so eine Babyhängematte gekauft, wo der Kleine dann rein konnte. Und wenn ich wirklich mal beide schieben musste oder wusste, okay, jetzt sind wir länger unterwegs, dann habe ich halt diesen Fahrradanhänger mitgenommen. Ja, der war halt, wie gesagt, auch deutlich günstiger als der Geschwisterkinderwagen und damit bin ich dann eigentlich ganz gut gefahren. Deswegen Geschwisterkinderwagen, weiß ich nicht, jein, würde ich sagen. Buggyboard nutzen viele und vielleicht halt mal so einen Fahrradanhänger in Erwägung ziehen. Dann das nächste, Baby-Autoschale auf jeden Fall wieder reaktivieren, falls ihr noch eine habt oder falls ihr die verkauft haben solltet, dann bräuchtet ihr die ja auf jeden Fall nochmal. Da gibt es ja manchmal auch so Sachen, wo man denkt, so, oh, beim nächsten Kind würde ich auf einen anderen zurückgreifen, weil man einfach seine Erfahrungen gemacht hat. Die ist irgendwie unhandlich, lässt sich nicht gut tragen oder ist vielleicht zu schwer. Da gibt es ja mittlerweile auch richtig coole Modelle, wo man zum Beispiel so das Inlay rausnehmen kann und dann nur das Kind quasi in dieser Stofftasche reinträgt. Sowas fand ich zum Beispiel ganz praktisch, gerade in Bezug dann aufs Wochenbett. Und dass man ja noch immer ein Kind dabei hat. Also auch da vielleicht nochmal drüber nachdenken auf jeden Fall. Jetzt würde mich interessieren, was hat euch wirklich geholfen im Alltag mit zwei Kindern oder mit mehr Kindern? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und schaut doch unbedingt bei unserem Kursprogramm vorbei. Mein Name ist übrigens Laura Roman-Höhn. Ich bin Hebamme seit über 10 Jahren und auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und die ersten Babyjahre. Und wie gesagt, wir haben auch ein großes Kursprogramm, bestehend aus einem Fit in der Schwangerschaft Kurs, Geburtsvorbereitungskurs, Rückbildungskurs und einem Stillkurs. Ganz viel Freude damit. Wo wir zum nächsten Punkt kommen, Wickeltisch. Also guckt euch wirklich nochmal euren Wickeltisch an. Was habe ich beim großen Kind gut gebraucht? Womit habe ich vielleicht gute Erfahrungen gemacht, wenn der Po wund war? Oder wie hat das Wickeln bei uns gut funktioniert? Zum Beispiel, wenn ihr eine Wärmelampe hattet und die jetzt schon wieder weggetan habt, weil ihr sie jetzt nicht mehr braucht oder euer Kind gar nicht mehr gewickelt wird. Solche Sachen zum Beispiel. Also Wärmelampe habe ich immer wieder aufgestellt. Dann habe ich geguckt, dass ich so eine Schublade fürs Baby gemacht habe und eine fürs größere Kind, wo dann kleine und große Windeln und so drin waren und die Dinge, womit ich halt gut gefahren bin. Und dann habe ich geschaut, Fieberthermometer zum Beispiel, dass jedes Kind ein eigenes Fieberthermometer hat und dass ich einfach nochmal geguckt habe, so bei den Salben, Cremes und was ich sonst so für Pflegeprodukte hatte, dass ich da einfach nochmal geguckt habe, womit bin ich gut gefahren und das alles nochmal aufgefüllt habe. Und das nächste, woran ich gedacht habe, war einfach auch, wenn das Baby geboren ist, für die Große auch eine Kleinigkeit bereitzustellen, weil es ist einfach so, plötzlich liegt der Fokus dann auf dem Baby und manchmal ist es so, dass die Geschwisterchen so ein bisschen in den Hintergrund gerückt werden und ja, damit müssen die auch erstmal zurechtkommen und das wollte ich so ein bisschen umgehen und deswegen hatten wir auch ein kleines Geschenk besorgt, was das Baby, also der Bruder quasi der großen Schwester geschenkt hat. Und ja, darüber hat sich die Maus total gefreut und das habe ich halt auch versucht, Omas und Opas, Familienangehörigen und so weiter mitzugeben, dass einfach auch vielleicht eine Kleinigkeit immer dabei war für das große Geschwisterchen, damit die sich, wie gesagt, nicht so in den Hintergrund gedrängt fühlen. Das finde ich auch ganz wichtig, dort einfach auch, ja, sehr sorgsam mit den Emotionen und Gefühlen der Geschwister umzugehen. Und jetzt hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat.
dass wir uns ganz bald wiedersehen. Schaut auch unbedingt in dieses Video hier rein. Tipps, wie man die Geburt vielleicht in Gang bringen kann. Und dann hoffe ich, dass wir uns schon ganz bald wiedersehen. Tschüss, ihr Lieben.